Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Warte mal. Warte doch, da könnte ich vielleicht eventuell... Nicht so weit, Herr Frenkel. Ja, das kriegen wir. Da wird jetzt mal ein bisschen improvisiert hier. So, jetzt muss ich nur versuchen, da reinzukommen, ohne dieses Auto hier mitzunehmen. Ehrlich, Herr Wachtmeister, ich bin nicht gefahren, ich weiß nicht. Das Problem, ich habe meine Bremsen verstellt. Ja, ich weiß. Und ich habe die sehr, sehr, also das ist mir jetzt fast zu heftig gewesen gerade. Ich habe die bislang nur getestet im Stadtverkehr mit 50. Mhm. Jetzt bin ich mit 100 da rangebreddert und schon 90 halt und habe plötzlich gemerkt, Scheißendreck. Das bremst ja wie auf Wasser, ja, wie Aquaplaning. Und deswegen, das muss ich gerade mal umstellen. Das kann ich mir nicht antun auf Dauer. Ja, ich glaube, das ist zu viel. Ein Tickchen mehr würde ich auch geben, ja. Du hast es sehr weit runtergedreht. Ja, jetzt pass mal auf, wo waren wir denn hier? Wo muss man das denn einstellen? Bei Gameplay, ne? Ja. Sag nicht einfach ja, wenn du es nicht weißt. Doch, da ist es richtig. Geh mal ein bisschen höher. Ja, sehr schön. Hat er das jetzt gespeichert? Speichert er das automatisch? Mhm. Ja, okay. Das war mittig gestanden. Das war mir echt, der hat gebremst wie ein Formel-1-Wagen. Mhm. Müsst ihr vielleicht sogar gesehen haben. Und das war mir zu viel, zu dolle. Gerade der US-Truck, das war ja... So, ja, jetzt können wir weitersprechen. Ja, der US-Truck ist eine geile Kiste, den habe ich auch. Ja. Aber keine Schrankenmod übrigens. Man kommt auch ohne die Mod durch die Schranke. Ehrlich? Ja. Na gut. Wusstest du, das hat mich jetzt auch erst neulich mitbekommen, dass das dieser Peterbilt, so heißt er doch. Ja. Warte mal, ich muss mich jetzt da mal ein bisschen rausdrängeln, sonst wird das nichts hier. Ja. Dass ein Transformer Peterbilt war? Warte mal, welcher war denn der? Der Obertransformer, wie heißt denn der? Ich muss gestehen, ich habe die nicht gesehen, die Filme. Ich hab, naja, jetzt fällt er mir nicht ein, ey. Da könnt ihr mal wieder klug scheißen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Mhm. Ich glaube, der von der guten Seite der Obertransformer war es, glaube ich. Aber ich würde mich jetzt nicht festlegen, ja. Schreibt einfach das drunter, was stimmt. Auf jeden Fall, der war ein Peterbilt-Truck. Mhm. Ja. In dem Zusammenhang vielleicht noch eins, was wir vorhin über die Talk-Truck-Fan-Edition besprochen haben. Der US-Truck zum Beispiel oder alle anderen modifizierten Fahrerhäuser kriegen das nicht. Ja. Nur die Standards. Ist klar. Weil es nicht geht oder weil du es dann für jeden Einzelnen anpassen müsstest? Ja, gerade beim Peterbilt ist es auch so, weil ich es nicht möchte. Also derjenige, der den gebaut hat, hat ja auch diese US-Lackierung mit dem, wie heißt er noch, der amerikanische Held auf der Fahrerhausrückwand? Der Uncle Sam. Uncle Sam, genau. Und die Flagge und den Adler und so weiter. Also da möchte ich nicht dran. Ja, das verstehe ich auch, weil das sieht echt geil aus, ja. Ne? Das muss man mal so sagen. Und da hat sich der Lackierer wirklich was beigedacht und das ist nicht mein Recht, da irgendwas dran rumzumurksen. So, jetzt warte mal, wo kann ich denn hier wieder parken? Das kriege ich wieder nicht hin, verdammt nochmal. Parken ist da? Achso. Nee, da. Ja, nee, ich muss kurz eine Ruhepause machen. Ah ja. Das machen wir gleich. Palim palem, jetzt sind wir mitten in der Nacht. Mhm. Oh, tanken? Nee, tanken muss ich nicht, dachte. Ich dachte, der Tank wäre leer, aber der wird ja erst die Anzeige voll, wenn man den Motor anlässt, sehe ich gerade. Stimmt. Das ist ja wie im echten Leben. Ganz komisch. Das ist ja verblüffend. Komm. Also ich finde echt auch die Instrumente auf dem Instrumentenboard von den LKWs, das ist schon echt stark nachgebildet. Ja. Ja, also das ist, jetzt abgesehen von The Hunter, ist das echt grafisch der beste Simulator, den ich so kenne. Hallo? Was willst du denn hier jetzt? Hau ab! Du Arschloch! Bin ich nicht richtig? Ich bin doch richtig hier. Da hat sich ein Bus vor mich hingestellt. Einfach so? Und der ist nicht mal voll? Da sind nur zwei Leute drin. Frechheit. Wahrscheinlich der Fahrer und seine Nutte oder was? Hallo? Jetzt muss ich da mich durchquetschen. Wo steht der jetzt? Warte mal, habe ich jetzt einen Unfall gebaut? Nee. Der steht direkt vor mir. Ich muss mich jetzt an dem vorbeiquetschen. Ach, in der Auffahrt oder was? Ja, nee, mitten auf der Tankstelle. Cool. Habe ich noch nicht erlebt sowas. Ey, scheiße, komme ich da durch? Meine Fresse. Boah, knapp, ey. Wahrscheinlich bin ich falsch gefahren, weil ich bin von der anderen Seite reingefahren. Hä? Auf der Autobahn verkehrt rum in der Tankstelle? Wie hast du denn das gemacht? Nee, ich bin schon runter von der Autobahn. Ach so, okay. Ich hätte wohl, die Einfahrt 1 weiternehmen müssen. Schätze ich jetzt mal, dass das der Fehler war. Trotzdem kann sich der nicht einfach vor mich hinstellen.
Doch, er kann, siehst du doch. Ja, gut, er kann. Warum tust du das? Weil ich es kann. Genau. Ja. Genau. So, jetzt, jetzt kannst du weitererzählen. Jetzt bin ich wieder auf Spur. Ja, ach so, für die Lackierungen, was es auch nicht geben wird, ist das Monomobil. Ich denke, das wirst du bestätigen. Natürlich nicht, nein, nein. Also, ich wurde auch wegen des Talk Trucks in erster Linie immer mal angefragt, ja. ob den jemand haben kann und so. Das, ich glaube, so ein paar Leute wollen das schon. Ich bin selber gespannt. Ich auch, absolut. Wo waren wir denn beim Tutorial? Ja, ich glaube, rein verbal habe ich gerade die Bitmap ausgelöst aus dieser gepackten DDS-Datei und habe die im Editor eingeladen. Ja. Und wie gesagt, dann kann man da munter drauf lospinseln, Schrift draufbringen, eventuell Bilder draufbringen. Und ja, und dann kommt eigentlich das tiefe Tal der Tränen, weil man weiß nie so ganz genau, wo die Elemente in diesem Template liegen. Und das ist dann immer wieder anpassen, weil das Bild ist nie so ganz genau mittig, wo man es sich wünscht. Der Schriftzug ist noch nicht so ganz da, wo er hin soll. Und dann gibt es nichts anderes als immer wieder anpassen, Datei packen, wieder in den Mod-Ordner kopieren, im Spiel gucken und das wiederholt sich dann ja teilweise 30, 40 Mal. Ich werde das mal so vielleicht kurz erklären, so wie ich das verstanden habe jetzt. Ja. Versuche das mal plastisch darzustellen. Das ist wie wenn du machst ein T-Shirt, ja, möchtest da deinen eigenen Aufdruck haben und du möchtest das halt vorne auf der Brust. Zum Beispiel das Frenkel-Frotzelt-Logo. Mhm. Ja, weil ich überlege gerade nämlich auch, ob ich T-Shirts mache für die Gamescom. Aber erstmal nur für mich, weil ich nicht weiß, ob die jemand haben wollte. Das muss man erstmal erörtern. Ja. So, und nehmen wir mal an, ich hätte mir dieses T-Shirt gemacht und habe das da so mittig drauf und dann möchte unbedingt, sagen wir mal, Pamela Anderson das anziehen. Mit ihren Supermöpsen und dann such mal, wo das Logo ist. Richtig? Richtig? Ja, auch. So ist es doch irgendwie, ja, so ähnlich. Ja, vergleichbar ist das schon. Eigentlich setzt das Problem aber noch ein Stückchen eher ein, nämlich beim Bedrucken des T-Shirts weißt du nicht, wo das T-Shirt liegt. Das ist das Problem, weil du weißt nicht so ganz genau, wo die Teile von dem LKW in der Datei sind, wo das Spiel die liest. Okay, also es ist dann doch anders, es hat nichts mit Pamela Anderson zu tun, ich werde jetzt einen anderen Promi bemühen. Das ist wie wenn Stevie Wonder ein T-Shirt bedruckt. Ja, genau. Na super. Nur das Problem bei Stevie Wonder ist, er kann es nicht selber testen. Als Lackierer kann man es. Okay. Und ja, und dafür kommen, um das etwas zu vereinfachen, kommen jetzt diese sogenannten Template-Lackierungen ins Spiel. Da hat sich jemand auf trucksimulator24.de richtig viel Arbeit gemacht und hat für jeden der 7 Marken ein sogenanntes Template erstellt. Das heißt, das ist quasi eine Standardlackierung, wo man aber sieht, an welcher Stelle die Teile vom Laster liegen. Also die Tür, die Seite, das Dach und die seitliche Verkleidung, die Verkleidung zwischen den Achsen. Diese Teile kann man sehen dann in der Datei, wo die sind. Und das ist eine super Orientierung, weil da kann man dann einfach drüber malen. Ah, da sind wir wieder beim Malen nach Zahlen. Mhm, genau. So ungefähr. Hat schon was davon, natürlich, klar. Was sind das? Das sind Masken, oder? Genau, wie ja, muss, genau. Wie ja, muss man kann sich das ja vorstellen? Perfekt, genau. Mhm. Ja, alles klar. Und die sind zweidimensional, ja, ausgelegt quasi. Mhm, genau. Und die werden dann quasi vom Spiel, wird das dann so zusammengefaltet, wie wenn man aus Papier einen Truck faltet, wenn man ganz gut ist. Ja, genau. Und deswegen muss man auch beim Überpinseln dieser einzelnen Elemente, also der Tür und der Seite und so weiter, muss man nicht so wahnsinnig pixelgenau vorgehen, weil das Spiel schneidet sowieso alles weg, was es nicht lesen kann. Ah. Das ist also quasi auch jetzt wieder, um ein aktuelles Beispiel zu bringen, wie meine YouTube-Zuschauer, die nicht wissen, was sie mit einer Videobeschreibung anfangen sollen. Dann schneiden die einfach aus ihrem Gehirn. Aus dem Gedächtnis raus, so quasi. Genau. Ja. Ah, siehst du? Man muss das ein bisschen erklären. Ne? Das machst du sehr gut. Ich gehe einfach immer nur vom dümmsten anzunehmenden User aus, also quasi von mir. Und dann geht das schon. Dann geht das schon. Aber sehr interessant. Okay, also hat man diese Templates. Das können wir auch verlinken, ne? Ja, das, auf jeden Fall. Also ich würde diesen Link, den ich dir zugemailt hatte. Ja. Da kommt man auf einen Thread, also auf eine Beitragsreihe. Da sind all diese Dinge beschrieben. Da sind auch die Programme nochmal beschrieben. Da sind die Download-Links von den Programmen. Und eben auch, wie man die Templates behandelt und wie man lackiert. Das ist da echt sehr, sehr gut beschrieben mit vielen Bildern. Und kann ich wirklich wärmstens empfehlen, das als Einstieg zu nutzen. Das ist wirklich also das, geschrieben. Das heißt, war übrigens auch mein Einstieg.
Ja. Das heißt aber jetzt konkret, ich muss nicht jeden einzelnen Link zu jedem einzelnen Programm unten in der Videobeschreibung verlinken, sondern einfach hauptsächlich diese Seite mit dem Template. Und da haben dann alle, nicht, dass ihr dann ewig wieder sucht, ja? Müsst ihr ja nicht, ne? Der eine Link, da draufklicken, da sind dann noch mehrere hinter versteckt. Genau. Ja. Ganz viele und ganz viele Bilder. Okay. Und wenig Text, hoffe ich. Entschuldigung. Ja, was ist denn los mit mir heute? Also ich handle mir gerade wieder mehr Dislikes aus ein als bei der Piep-Folge, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Glaube ich nicht. Naja, kommt immer drauf an. Wenn gerade irgendwie. Na komm, lassen wir das. Mach mal du weiter. Komm, ich halte jetzt die Klappe. Ich versuch's. Nee, das wäre langweilig. Ja, was kann man da noch Spezielles sagen? Gut, dadurch, dass es sich um ein sogenanntes Bitmap handelt, also wirklich nicht eine sogenannte Vektorgrafik, das Gegenteil davon, kann man zum Beispiel Schriften, die man aufgebracht hat und dann die Datei gepackt hat, um sie im Spiel zu testen, danach nicht nochmal als Schrift editieren. Das ist dann praktisch in das Hintergrundbild vom Bild integriert. Ja. Weißt du, das ist dann keine Schrift mehr, sondern einfach nur noch ein Bild. Ist das jetzt gerade der zarte Versuch, meinen Zuschauern mitzuteilen, dass sie vorher in Duden gucken sollen? Auch ja, aber ich will weniger auf Tippfehler raus, als wieder auf das Problem, dass man nie so ganz genau weiß, wo der Schriftzug landet. Ja, okay. Und wenn der Siehst du dann ein da? bisschen verschoben ist, links unten, rechts oben oder so, ist also nicht da, wo er sein soll in der Mitte, dann eben muss man die Ecke überpinseln mit der Grundfarbe und die Schrift nochmal draufbringen. Siehst du, und da sieht man den Unterschied. Da spricht hier jetzt der Bildbearbeiter und ich bin der blöde Scheißredakteur. Deswegen, ne? Ja, aber beides zusammen gibt doch die geniale Mischung. Ja, schon klar, schon klar. Aber das ist so ganz interessant mal so zu verfolgen. Auch für mich jetzt als Betroffener. Das freut mich. Ich bin mal gespannt, Harald, wann ich die erste Lackierung von dir sehe. Sehr lustig. Ich habe ja so viel Zeit, Ja. natürlich. Ich kann ja auch noch Lackierungen machen. Für Na alle. klar. Ja, natürlich. Ach Gott, ich werde Sonderbeauftragter für Lackierungen für Gronkh. Für Gronkh, seine Zuschauer mache ich. Für alle mache ich Lackierungen. Bist du wahnsinnig, die Nagel nicht Ja, ist darauf doch kein fest? Problem. Nein. Warte. Jetzt haben es zumindest zwei, drei Leute verstanden. Du hast schon wieder Husten. Ja, genau. Herr Doktor. Also du meinst jetzt, wir wären jetzt grob durch, so. Ja. Was mich noch interessieren würde, weil es mir eben auch gerade noch einfällt, ist, hast du auch schon Mods und so Geschichten gemacht für andere Spiele? Nein. Okay. Weil erstmal weiß ich gar nicht, ob das bei anderen Spielen so einfach ist. Ja. und nee, habe ich mich so noch nicht mit befasst. Ich bin auch nicht eigentlich der Riesenspieler. Ich mache das ja nur hobbymäßig, auch spielen. Und bei den Spielen komme ich eigentlich aus einer anderen Ecke, so Need for Speed und sowas in der Art. Deswegen Aha. ist dein Forza Horizon auch geil. Aha. Und ja, und jetzt musst du mal weghören, ich spiele auch Adventures gerne. Ja, da muss ich nicht weghören. Das kann ja jeder machen, wie er will. Genau. Hallo, du lässt mich jetzt. Das ist ein Arschloch hier. Ein scheiß Renault natürlich, oder? Ist das ein Renault? Das muss ein Renault sein. Scheiß Franzosen hier wieder. Oder? Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder eine Schelte. Das ist kein Renault, das ist ein Porsche. Ich kenne euch doch. Wir sind nämlich, glaube ich, kurz vorm Ziel hier gerade. Sehe ich schon. Das ging recht flink hier. Ich bin also ohne Verfahrfehler hier da durchgekommen. Aber ich wollte trotzdem schon mal auch fragen, was du noch sonst so spielst, ne? Ja, wie gesagt, also Need for Speed ganz gerne. Gelegentlich die Adventures. Und ja, so ab und zu auch mal andere Simulatoren, wie zum Beispiel den MSTS, Microsoft Train Simulator. Ach du liebe Scheiße. Ja, und all diese Spiele bieten sich eigentlich zum Erstellen von Mods nicht so an. Ehrlich? Ich weiß nicht, der Train Simulator, kann man da nichts machen? Möglich, aber wenn, dann weiß ich nicht, wie es geht. Okay, ja. Verstehe, verstehe. Oh, fahr zu, Mann! Meine Fresse, jetzt wird's am Schluss auch noch heftig. Ja, die Leute werden fragen, ob du einen YouTube-Channel hast. Das muss ich dann also quasi jetzt auch gleich mal fragen. Ich habe zwar einen, den brauche ich aber nur, um ab und zu mal Kommentare zu schreiben. Also da passiert nichts drauf. Also ich muss das erwähnen, weil der Witz ist ja, Darcy, mein Mod-Mann, hat ja mittlerweile, glaube ich, 200 Abonnenten. Echt? Das war auch nicht so geplant. Ja, und Mone hat, glaube ich, auch 40 Abonnenten. Also Mone ist besonders gut. Die hat glaube ich, 35 bis 40 Abonnenten, ohne ein Video zu haben. Das muss man erstmal schaffen. Das ist geil, ja, stimmt. Ja, Ja, klar, sie weil macht auch keins. die Videos macht sie ja unter deinem Channel. Klar. Ja. Oh, smart. Runter, runter, runter. Aber das ist ja mal wohl klar, wenn jemand auch die Abonnenten verdient, dann ja wohl Mone.
Natürlich. Aber die hat sie mir geschenkt. Also, ihr müsst mich alle abonnieren, weil ich bin ja eigentlich Mone. Ach, ihr wisst schon, wie ich meine. Das passt schon so. Aber wie ist das? Hast du früher auch gespielt? Nee. Ach, Wann hast du da angefangen dann? Spät oder was? Das ist eine gute Frage. So ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Ein Spätberuf, ne? Ja. Also mein erster Rechner war, boah, das war im Studium noch so 87, glaube ich, 788 habe ich die Kiste gekauft. Das war noch eine Bernstein-Grafik, schwarz-gelb. Und da, ach doch, da habe ich tatsächlich gespielt. Space Quest hieß das. Ah, ja. Space Quest und Lazy Larry. Ja, Sierra Adventures. Ja, genau. Ja, also den Larry habe ich auch gespielt. Also habe ich durchgespielt. Das ist, glaube ich, das einzige Adventure, das ich wirklich mit Herzblut gespielt habe. Ach Das lag was? daran, dass ich in der Pubertät war. Das, glaube ich, war der einzige Grund. Klar. Ja, also. Ja, und dann war So, erstmal also. eine ganze Weile nix und ja, und dann mit den besseren Rechnern bin ich dann irgendwann auch wieder dazu gekommen. Aber wie gesagt, ich kriege das wirklich zeitlich, schaffe ich das nicht, viel mehr zu machen. Du, ich würde den ganzen Tag am liebsten nur spielen und ich würde auch am liebsten den ganzen Tag nur Lackierungen für andere machen, aber es geht nicht. Ja, ist klar, ist klar. Wie ist denn das eigentlich? Hast du denn Familie oder so? Ja. Kinder? Nein, keine. Jedenfalls keine Bekannten. Ah ja, okay. Aber verheiratet oder Nein, was? nicht verheiratet. Aber vergeben. Yep. Alles klar. Und wie kommt das da so an? Du, ich bin 47 und mach irgendwie Lackierungen für Spielzeugfahrzeuge? Aber sonst geht's noch. Ja. Also meine Frau hat ja für den Scheiß Verständnis. Das ist ja, das weiß ich ja. Die ist ja selber eigentlich so. Die wird ja eigentlich alles das, was ich mache, eigentlich auch machen, wenn sie so viel Zeit hätte. Ja, meine hat zum Glück Ja. auch sehr viel Verständnis. Ah ja. Naja, das muss auch so Aber sein. so gewisse Rechte haben die Damen ja auch und dann muss halt auch mal das Spielen und das Lackieren zurückstehen. Das ist richtig. Und ich habe mich übrigens gerade getäuscht. Ich warte mal. Ein bisschen brauche ich noch. Ich dachte, ich wäre schon fast da, aber das war irgendwie nur eine Mautstation. Ach so. Oh, das brauche ich. Ach ja, komm. Das sind noch drei, vier Tankstellen. Da können wir noch ein bisschen reden. Da können wir noch ein bisschen reden. Ein paar Minuten geht's noch. Aber dann bist du ja gar nicht mal so spät berufen. Okay, also 87. Ich habe ein bisschen früher angefangen, aber ich war auch noch jünger. Na gut. Relativ spät. Ja. Aber nicht so, dass du mit 35 erst angefangen Nee, hast. das nicht. Ja, okay. Und wie sieht das eigentlich mit Let's Plays aus? Interessierst du dich dafür? Guckst du die? Nur deine. Nur meine. Ohne Witz. Die Leute denken jetzt, das musstest du jetzt sagen. Und die halten dich jetzt wahrscheinlich wieder für diesen komischen Harald-Fränkel-Fan-User. Nee, bin ich nicht. Ja, Mein User ist Heiner Sch SCH. ja, weil ich weiß es nämlich auch nicht, wer es ist. Und ja, da gibt es ja schon ganz üble Verschwörungstheorien, Ich weiß, habe ich gelesen. dass ich selber bin, dass die Mone ist und so weiter und so fort. Ich glaub, das ist smart oder clever. Meinst du? Möglich. Also. Wenn du die kennen würdest, ja, die sind so dämlich, das kannst du vergessen. Die könnten nie und nimmer einen Computer bedienen. Wahrscheinlich nicht. Nee, 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 nee. Die heißen nur so. Die sind aber ganz anders. Das sind Gehirne von der Größe einer Nuss, von einer Haselnuss. Ja. Ja, da geht gar nichts. Nee, 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 nee. Also, ich weiß nicht, wer es ist, keine Ahnung. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich den ernst nehmen kann, ehrlich gesagt. Ja, langsam nicht mehr, oder? Nein, ich weiß nicht, es ist irgendwie ganz komisch. Es ist irgendwie. Es würde mich nicht wundern, wenn es ein heimlicher Hater ist, ja, der irgendwie Bullshit schreibt und aber negative Wertungen gibt. Weil die sieht man ja auch nicht. Die kann ich ja nicht nachschauen. Andererseits, nein, das stimmt auch wieder nicht, weil ich habe ja nachgeguckt und er gibt ja auch immer positive Bewertungen. Ich glaube, es ist einfach ein Stalker und er wird mich wahrscheinlich irgendwann mal umbringen. Nee. Also ich glaube, das ist, vielleicht ist das ja auch der Dexter oder so. Kennst du Dexter? Nee, Das zugegebenermaßen ist nein. sehr geile Serie. Echt? Ja, Ich gucke nur das ganz, ist. ganz wenig Fernsehen. Da lackiere ich Ja, lieber. ist klar, nee, das muss man sich auch auf DVD anschauen, nicht im Fernsehen, da hast du ja immer dauernde Werbeunterbrechungen. Nee, Stimmt. Dexter ist so der Hauptcharakter, der Hauptdarsteller ist Serienmörder. Und diese Serie schafft es, dass einem ein Serienmörder sympathisch ist. Ach, Das ist echt? wirklich ganz hervorragend gemacht. Ganz hervorragend gemacht und auch sehr spannend und so. Und er ist einem nicht nur sympathisch, sondern man hat nicht mal ein schlechtes Gewissen, dass er einem sympathisch ist. Okay. Also es ist echt sehr, sehr gut gemacht. Aber der bringt halt Leute um und der bringt aber nur böse Leute um. Das ist halt so ein Trick von der ganzen Geschichte. Und deswegen, vielleicht will der mich ja. Ich weiß nicht. Mich will wahrscheinlich bei der Gamescom irgendeiner messern oder so. Das kennen wir doch. Irgend sowas wird passieren. Also du schaust nur mich, das ist ja ganz schön, ja, also ich hab dir da, also ich überweise das dann so, ne, wie Ja, wie besprochen. besprochen, wie auch für die Lackierungen, ne? Ganz genau, ja, genau. Quatsch, natürlich nicht. Okay.
Schade, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas fragen, sagen. Mensch, was war das denn? Dann, Ach so, Lava, wegen, ja, wegen, wegen deiner Let's Plays. Ja. Ich gucke auch nicht alle. Also, ja. Den ein oder anderen verfolge ich nicht immer. Also, die Dings zum Beispiel Happy Wheels, nur zeitweise. Ja, ja. Ist nicht so, aber was ich mir komplett gegeben habe, war The Hunter. Das fand ich gut. Das verstehe ich bis heute nicht. Ich auch nicht, aber ich fand es trotzdem gut. Ich habe vor allen Dingen, ich habe wahrscheinlich insofern ein Verständnisproblem, weil ich, wenn ich jetzt The Hunter spiele und das mache ich dann am Stück eine Stunde oder anderthalb und mir dann denke, wie langweilig ist das denn, dann habe ich irgendwie nie richtig auf dem Schirm, dass die Leute draußen das nur 15 Minuten sehen. Das ist ja wirklich so die beste Länge. Das hat sich ja so als beste Länge erwiesen, mhm, als Let's Play, so um die 15 Minuten. Und da ist das offensichtlich doch gut ertragbar. Da fehlt mir die Denke irgendwie so ein bisschen dafür, glaube ich. Das vergesse ich immer ganz gern. Ja klar, du schneidest ja nicht zwischendurch. Richtig. Das kommt richtig. Ja erst nachher. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das seine Längen hat. Wenn mal ja, so anderthalb, zwei Stunden gar nichts passiert ist. Aber richtig. Ja, du hast es aber auch mit genialen Sprüchen untermalt. Also das war schon echt spitze. Da bedanke ich mich recht herzlich. Ich